Sie haben die nächste Einkaufsnacht ganz unter das Motto der Talente gestellt. Kunst, Kultur und Wirtschaft ist ja eine Symbiose. Was war der Grund, dass Sie das verquickt haben? Na, es passt erstens einmal gut zusammen, dass eben Wirtschaft und Kultur zusammenarbeitet. Und wir haben insofern die Kooperation gesucht, weil wir eben einmal Talente vor den Vorhang bieten wollen. Jeder braucht Talente in der Wirtschaft als auch eben in der Kunst und daher passt das ganz gut zusammen. Die Talente beschränken sich ja nicht nur auf den kulturellen Bereich, es gibt ja auch andere Teilnehmer, die Fähigkeiten haben. Ja, ich war selber gespannt, wer sich da jetzt meldet bei uns, um hier sein Können zu zeigen. Und es ist ja vom Motorsägenschnitzen bis zum Gemüseschnitzen, von Dudelsackspielen, dann eben Malakademie hat sich beteiligt, von der Zupf- und Blasmusik bis hin zu einer Trommelgruppe, bis hin zu Hornensembles. Also es wird, glaube ich, eine sehr nette Einkaufsnacht werden. Was war der Grund, dass du dich hier gemeldet hast? Ich habe den Herrn Höblinger, den Geschäftsführer vom Büchacker, bei der Eröffnung der Malakademie-Ausstellung getroffen und er hat mir das angeboten und auch gleich angeboten, in seinem Geschäft auszustellen und ich habe es dankend angenommen. Wie schaut es aus? Kommst du da mit einer leeren Fläche sozusagen, weißem Papier oder sind das Bilder, die du schon angefangen hast? Also ich habe vor, beides mitzubringen und auch auf die Wünsche der Besucher der Einkaufsnacht einzugehen und ihre zum Beispiel Traumkleider zu entwerfen. Ist das eigentlich ein Wettbewerb oder gibt es da Preise? Wie schaut das aus? Ja, wir werden schon das Talent des Abends küren, aber es ist jetzt nicht so mit Jury und allem drum und dran, sondern wir werden das dann eher aus dem Bauch aus, sage ich einmal, bestimmen, wer unser Talent des Abends ist. Und das, glaube ich, das wird sich dann zeigen, wer da den ersten, zweiten oder dritten Preis macht. Naja, ich mache selbst seit einem knappen Jahr Musik geben, schreibe meine eigenen Songs, meine eigenen Lieder und es wird einfach Zeit, dass ich die präsentiere und einfach denen Menschen in meiner Stadt ein bisschen näher bringe und einmal sage, was ich zum Sagen habe und ja. Ja, jetzt sind wir natürlich alle neugierig, was der Herr Wagner dort präsentieren wird. Wird das Rock'n'Roll oder wird das chansonartig? Ich sehe mich eher in der Liedermacher-Richtung, das heißt, ich mache eher so Lieder. Meine großen Vorbilder sind so der Reinhard May, ein bisschen Ambros, ein bisschen Fendrich und so in die Richtung. Also eher so in die Richtung ist es angelegt. Geht von lustigen Themen weg, über kritische Themen, über Liebesthemen. Ich behandle einfach alle möglichen Themen, die das Leben einfach so mit sich bringt. Naja, da wäre es vielleicht einmal angebracht, ein neues Weidhofen-Lied zu schreiben. Naja, ein neues Weidhofen-Lied, wenn ich das richtige Thema gefunden habe, werde ich eins schreiben, also ganz sicher, ja. Wie kommt man eigentlich dazu, Gemüse zu schnitzen? Ja, ganz leicht. Mein Cousin, der hat geheiratet und der wollte Aufstriche, die Agape. Und da habe ich gesagt, passt, mache ich. Und dann habe ich gedacht, nur Aufstriche ist auch langweilig. Und dann habe ich mir so das ausgesucht und dann habe ich angefangen zum Blumenschnitzen. Und wie ist das bei dieser Nacht? Hast du da schon ein gewisses Konzept? Habe ich mir schon vorzeichnet, ja, dass ich einen Plan habe und dann werde ich das dann schon, glaube ich, zusammenschnitzen und dann werde ich es aufbauen. Und welches Gemüse eignet sich am besten? Hauptsächlich die harten Gemüse, also Wurzelgemüse, Karotten, Sellerie, Zucchini eignet sich ganz gut. Melonen sind super, weil sie dreifärbig sind und natürlich die Schale auch hart ist. Alles, was ein wenig härter ist. Die Innenstadtgeschäfte übernehmen ja auch die Patronanz dieser auftretenden Künstler. Ja genau, das ist so ausgemacht, dass die eben die Patronanz für einen Künstler übernehmen. Und bei mir ist zum Beispiel ein Maler, der hier eine Vernissage machen wird oder bei anderen in Musikgruppen, wo eben die Firmen die Patronanz übernehmen. Und übrigens, die Geschäfte haben wir bis 22 Uhr offen und werden da auch ihre eigenen Mitarbeiter vor den Vorhang bieten und die können dann zeigen, was sie können.